Hallo und herzlich willkommen zum zweiteiligen Qigong-Kurs Die innere Alchemie, die innere Polarität von Yin und Yang, von oben und unten, von Erde und Himmel, von Shiva und Shakti. Qigong dient wirklich dazu, die Energien zu bewegen. Es ist ein alchemistischer Prozess der eigenen Energie. Das, was wir heute tun, das, was ich euch hier mitgebe, ist vor allem darauf ausgelegt, Yin und Yang, ja, diese beiden Energiepole, diese beiden Kräfte, die das ganze Universum bestimmen, zu harmonisieren und in einen Fluss zu bringen, in eine innere Polarität zu bringen, wo immer ständig Energie zwischen diesen beiden Polen hin und her fließt. Dies passiert mittels Qigong, Bewegungsabläufen, aber hier ist das Qigong eben wesentlich mehr als nur irgendwelche Körperübungen und Gymnastik, sondern wir machen dazu Visualisierungen, wie wir den Energiefluss bewegen. Zusätzlich wird noch unterschieden in Energiehauptzentren, Bewusstseinszentren. Und eines dieser Zentren ist das Kopfzentrum. Das ist auch eigentlich das Shiva-Bewusstsein. Also hier ist das männliche, die Yang-Energie. Dann das weibliche Zentrum hier unten hinter dem Bauchnabel, die Yin-Kraft und das große Tao, das Herz als die Verbindung von beiden Polen, wo weder männlich noch weiblich ist, sondern eben beides Harmonie, die Einheit, die Singularität. Das sind drei Bewusstseinszentren, drei Energiezentren. In unserer Visualisierung benutzen wir die mit der Vorstellung einer goldenen Kugel. Ja? Und diese goldene Kugel, diese drei goldenen Kugeln, werden wir aufladen mit Energie. Wir werden die Energie auch immer wieder komprimieren, verstärken und verdichten. Das Qigong hat hier die Philosophie, damit den Körper und den Energiekörper gesund zu erhalten, die Energien in den Fluss zu bringen, aber auch die Körperflüssigkeiten, Blut, Lymphe, Rückenmarksflüssigkeit in den Fluss zu bringen. Ja? Wie im Kleinen, so im Großen, wie im Feinstofflichen, so im Grobstofflichen, was wir im Körper in den Fluss bringen, fließt auch im Energiefeld, was wir energetisch in den Fluss bringen, wird auch im Körper letztendlich dann zum Fließen beginnen.